Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's weiter mit Teil 2 von meinem, ja, ich sag jetzt mal Shopping-Marathon, weil die restlichen Pakete sind jetzt endlich angekommen und jetzt können wir uns die zusammen anschauen. Wir beginnen gleich mit dem richtig tollen und zwar der Sockenwolle. Da habe ich hier von Gründel Hot Socks Madena. Das ist ein Vierfachgarn, aber guckt euch mal diesen wunderbaren Farbverlauf an. Wir haben hier für die Nadelstärke 2,5 bis 300 Gramm auf 420 Meter, waschbar bei Grad 40, nicht schleudern, nicht trocknen und so weiter. Wir haben 75% Schurwolle, 25% Polyamid mit der Farbe 001 Partie 56335. Aber ein ganz, ganz toller Farbverlauf. Und ich freue mich schon darauf, daraus mit euch Söckchen zu machen. Hier sehen wir dann, wie es dann verstrickt aussieht. Ach doch, da freue ich mich schon drauf. So, dann haben wir noch mehr Sockenwolle. So, hier wieder auch von Gründel die Hot Socks Madena, vierfach. 2,5 bis 3, die Nadelstärke 100 Gramm auf 420 Meter, waschbar bei 40 Grad, die Farbe 003 56337, 75% Schurwolle, 25% Polyamid. So sieht sie dann verstrickt aus. Aber guckt euch mal die kräftigen, schönen Farben an. So, ein paar haben wir noch. Ja, der Karton steht hier neben mir, deswegen greife ich da immer so rein. So, hier haben wir auch wieder die Hot Socks Madena, vierfach. Wieder 2,5 bis 300 Gramm auf 420 Meter, waschbar bei 40 Grad. 75% Schurwolle, 25% Polyamid, die Farbe 005, die Partie 59672. Guck mal den schönen Farbverlauf an. Also wenn das keine tollen Socken werden, dann weiß ich auch nicht weiter. Ganz, ganz tolle Sockenwolle. Das war eine Bestellung und da drin waren 6 verschiedene Farben. Und die ziehe ich hier gerade so stückchenweise raus. Hier haben wir jetzt ein bisschen dunkler, aber ich finde trotzdem auch ein sehr schöner Verlauf. Ist wieder die Madena, immer noch von Gründel. Das ist halt alles aus derselben Bestellung. Das sind jetzt hier 3 Farben gewesen, jetzt sind wir bei der 4. Das heißt, 2 erwarten da gleich noch im Karton. So, das lese ich jetzt nicht wieder auf einmal vor, das auch nicht. Wir haben hier die Farbe 008, die Partie 57604. Und so sieht sie dann verstrickt aus. Da freue ich mich schon drauf. Fühlt sich sehr, sehr angenehm weich an. Also auf die freue ich mich dann wirklich schon, mit der zu arbeiten. So, Farbe Nummer 5. Nehmen wir uns erstmal die. Machen wir hier Platz. So. Hier haben wir wieder etwas Helleres. Also wie ihr seht, ich habe hier wirklich bis jetzt nur ein recht dunkles Knäuel dabei. Ansonsten helle, freundliche, fröhliche Farben. Das ist die Farbe 007 mit der Partie 56734. Und hier sehen wir dann, wie sie verstrickt aussieht. So, und das letzte Knäuel ist dann dieses in einem wunderschönen Gelb-Rot-Orange-Verlauf. Da sehen wir, wie es aussieht. Da haben wir den Verlauf. Und so sehen wir die Farben auch nochmal. Wie ihr seht, wirklich wunderschön kräftige Farben. Also das wären richtig viele Socken. Hier schauen wir uns das nochmal einmal komplett an. Also hier haben wir den Gelb-Rot-Orange Verlauf. Hier das wirklich wunderschön in bunt, einmal in dunkel. Dann dieser Verlauf.
Hier ist dann sehr viel Grün mit drin, aber halt auch viel bunt. Also wie ihr seht, wir haben wirklich viele Grüntöne. Und dann dieser recht bunte Verlauf. Also auf die Sockenproduktion freue ich mich jetzt wirklich schon richtig dolle. So, ich packe das schnell weg, dann geht es gleich weiter. So, hier habe ich jetzt auch aus einer Bestellung 3 Knäule in einem ganz, ganz tollen Senfgelb. Wir haben hier die Farbe 05, die Partie 86620. Für die Nadelstärke 6 bis 7, 100% Polyester und bei 30 Grad waschbar. 100 Gramm auf 100 Meter. Also sprich, wir werden die 3 Knäule auch wirklich definitiv für einen Kissenbezug oder so aufbrauchen. Aber total kuschelweich. Ich verlinke euch die Wolle genauso wie die Sockenwolle eben unten in der Infobox. Aber das hier, das ist ein absoluter Traum. Richtig schön weich, ganz angenehm. Da freue ich mich schon richtig drauf, damit zu arbeiten. Und wie gesagt, 3 Knäule in der Bestellung. Und damit kommen wir dann schon ein ganzes Stückchen weiter. So, dann habe ich ein wunderschönes helles Lila von Gründel Lisa Premium Uni. Wir haben hier die Farbe 9, die Partie 634291, 100% Polyacryl, für die Nadelstärke 3,5 bis 4,5, 50 Gramm auf 133 Meter, waschbar bei 30 Grad. Aber schaut euch mal dieses schöne Flieder an, oder helles Lila. Und das dann kombiniert mit dem Weiß oder dem Creme vom letzten Mal, sieht bestimmt traumhaft schön aus. Insgesamt davon 10 Knäule, die verlinke ich euch dann auch wieder unten in der Infobox. So, vom hellen, freundlichen Lila rein ins kräftige, von der Gründel Lisa Premium Uni, die 3,5 bis 4,5, 50 Gramm auf 133 Meter, 100% Polyacryl, die Farbe 21, die Partie 633962, auch wieder waschbar bei 30 Grad und ein ganz toller Verlauf. Ich denke auch mal, das plus das helle Lila von eben sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Oder was denkt ihr? Doch ich denke, die beiden sehen auch zusammen ganz gut aus. Ja, also die beiden Farben zusammen, das ist natürlich auch sehr interessant. Na, da finden wir was Schönes. So, dann habe ich ein bisschen Deko besorgt. Und zwar von Living Art. Das sind so ganz kleine, ja, goldene Kügelchen. Da habe ich mir gedacht, wenn wir dann so einen schönen Adventskranz machen oder so, können wir die wunderbar dann oben drauf machen. Dazwischen dann unsere Kerzen und viel mehr brauchen wir eigentlich nicht. Guckt euch mal die hübschen Kugeln an. Wir haben hier verschiedene Größen. So, und wenn wir das jetzt mal schnell aufmachen. Wie ihr seht, es öffnet sich wirklich wunderschön einfach. Und wir haben dann hier so eine kleine Lasche, wo wir dann das Gegenstück, das seht ihr jetzt nicht so richtig, weil es transparent ist, einfach durchstecken können und gut ist. Und alles hält wieder wunderbar. So, und einmal ausgeräumt, können wir uns die Kugeln hier schön anschauen. Also ihr seht, es ist wirklich Drahtgeflecht. Man kann hier mit der Schere durch. Das könnte man dann aufnähen oder transparent aufkleben oder so. Aber ich denke mir, das sieht dann bestimmt richtig schön aus. Nochmal 3 größere und 4 kleinere, wenn wir die so ein bisschen dann auf dem Adventskranz anordnen. Und dann halt noch unsere Kerzen dazwischen. Ich denke mal, viel mehr braucht es dann eigentlich schon gar nicht mehr. Ach doch, darauf freue ich mich schon. So, ich packe das jetzt mal schnell wieder weg, weil das ein bisschen laut ist, mache ich das jetzt kurz ohne euch.
und dann schauen wir uns das nächste an. So, und weil es leider schon wieder alle war, brauchte ich noch ein bisschen wunderbares Grün. Ich habe hier ein richtig schönes Tannengrün von Gründel Lisa Premium Uni. 50 Gramm auf 133 Meter für die Nadelstärke 3,5 bis 4,5. Waschbar bei 30 Grad. 100% Polyacryl, die Farbe 33, die Nummer 634575. Aber ein ganz tolles, wirklich sehr kräftiges Grün haben wir hier. Und bei dem musste ich gleich schon ein bisschen an unseren Adventskranz denken, weil dieses wunderbare Grün und diese goldenen, das sieht doch einfach zusammen nur wunderschön aus. Ich denke mir, das passt richtig gut. Und dann vielleicht noch so ein paar rote Kerzen dazu oder so rötliche Teelichter oder so. Und dann hätten wir einen richtig tollen Adventskranz. So, meine Lieben, eins habe ich noch, dann bin ich fertig mit meinem Einkauf, bevor ich es wegräume. Ich habe davon wieder 10 Knäule und die verlinke ich euch auch wieder unten in der Infobox. So, jetzt räume ich es weg und hole das letzte. So, und dann habe ich noch, ja, etwas dunkel, von Gründel Lisa Premium Uni, ein Schwarz, auch wieder 10 Knäule. Wir haben hier wie immer 50 Gramm auf 133 Meter, 3,5 bis 4,5, die Farbe 26, Lot 241. Aber ein ganz, ganz tolles Schwarz. Na, und Schwarz und Weiß, das sind so Farben, die muss man eigentlich immer zu Hause haben. Ich hatte jetzt leider davon nur noch 2 Knäule, deswegen, es musste einfach mit, damit man es halt immer zu Hause hat. So als Rand oder mitten rein oder es findet sich für Schwarz und Weiß immer eine Möglichkeit. Deswegen musste das dann auch nochmal mit. So, und hier sehen wir dann meinen ganzen Einkauf nochmal gestapelt, also mindestens diese Hälfte. Das Grün, das helle Lila, das Schwarz, das dunkle Lila, Sockenwolle 1, 2, 3, 4, 5, Moment, 6 und das Teddygarn, da und dann natürlich, Moment, Platz räumen, diese wunderschönen Goldkugeln. Alles verlinke ich euch unten in die Infobox. So, und jetzt freue ich mich schon drauf, mit euch zusammen diese ganze Wolle zu verarbeiten, unsere Söckchen zu machen und was uns alles so Hübsches einfällt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Lasst mir mal ein Däumchen nach oben da, das würde mich mega freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.